Hallo Mercedes. Ja, bitte. Navigation, neues Ziel. Wie lautet das Ziel? Mimobile, Bahnhofstraße 50, Remshalden. Die Route zum Ziel, Bahnhofstraße 50, Remshalden, wird berechnet. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und danach sofort den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Hallo, mein Name ist Matthias Sprenger, bin Geschäftsführer der Firma Mimobile, meine Tochter Lisa und wir sind hier im neuen Forum der Firma Euromobil. Und es stehen hier wunderbare Neuigkeiten, die neuen Modelle für das Jahr 2000, Modell 2021. Und diese Neuheiten stelle ich Ihnen jetzt gleich vor. Hallo, mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile. Wir sind heute auf der Händlertagung von Euromobil. Gleich geht's hier los mit der Tagung. Wir möchten aber die Neuheit dieser Saison 21 schon mal gleich für Sie präsentieren. Und zwar sehen Sie hinter mir die neuen Contura-Modelle auf Mercedes-Basis. Die vier Contura-Grundrisse gab es bisher ja nur auf Fiat-Basis. Alle vier Grundrisse haben wir schon gefilmt. Die Links finden Sie unten in der Beschreibung. Jetzt gibt es eben auch diese vier Grundrisse noch auf Mercedes-Basis. Hinten der Grundriss bleibt gleich. Was sich ändert, ist die Grundrissbeschreibung. Da wird einfach eine 6 hinten angehängt. Also statt 760, 766 für den Mercedes. Und in diesem Video möchte ich Ihnen jetzt eben die Besonderheiten des Mercedes erläutern. Serienmäßig hat der neue Mercedes 143 PS. Es gibt ihn auch mit 177 PS. Das ist dann zum Beispiel Teil vom Luminari-Paket, ein Rundum-Ausstattungspaket, wahlweise als Schalter oder als Neuengang-Wandlerautomatik. Vorne haben wir die Mercedes-Basis, hinten das hochwertige Alco-Chassis, was uns eben tiefen, doppelten Boden und hohen Fahrkomfort bietet. Auch sehr schön gelöst bei Mercedes ist, dass wir 17 Zoll Felgen haben, auch einfach deutlich höherer Fahrkomfort. Auch im Luminari-Paket enthalten sind die LED High-Performance-Scheinwerfer, bieten besonders gute Sicht bei Nachtfahrten. Was viele Kunden beim Fiat vermissen, setzt der Mercedes um. Und zwar haben wir hier eine elektronische Feststellbremse, bietet deutlich höheren Komfort aus zwei Gründen. Einmal, man kann sie viel einfacher lösen und zum Zweiten, man verheddert sich nicht immer, wenn man mit dem Fahrersitz dreht. Ja, wenn Sie sich fragen, was dieser Display da oben soll, kann ich Sie beruhigen. Das ist jetzt nur für den Prototyp. Aktuell läuft darauf noch die Rückfahrkamera. In den Serienfahrzeugen wird die Rückfahrkamera auch auf das M-Book-System von Mercedes geschaltet werden. Dieses M-Book-System ist ein allumfassendes Multimedia-System, was wahnsinnig viele Funktionen bietet. Man kann das Telefon anbinden. Navigation haben Sie ja auch schon im Intro vom Video gesehen, dass das super über Sprachsteuerung funktioniert. Radio. Man kann sein Handy verbinden, Infos, es gibt verschiedene Ergänzungs-Apps und in den Einstellungen kann man spezifische Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Es gibt viele Assistenzsysteme, die Mercedes jetzt anbietet. Man kann vom Licht Sachen einstellen, also es ist einfach ein sehr vielseitiges System. Das M-Books Multimedia-Paket ist im Luminari-Paket vom Contura enthalten, genauso wie das Lederlenkrad mit den Bedienelementen. Darüber kann man natürlich auch das Multimedia-System bedienen und gleichzeitig haben wir hier vorne schön zentral im Sichtfeld noch ein weiteres Display, wo einem die wichtigsten Navigationsinfos angezeigt werden und einfach allgemeine Fahrzeuginformationen. Neben den verschiedenen Assistenzsystemen, die auch bereits schon der Fiat bietet, sattelt der Mercedes da noch ein bisschen was drauf. Und zwar bietet er einen aktiven Seitenwindassistent, gerade beim Wohnmobil super hilfreich, weil wir einfach eine große Angriffsfläche haben. Es gibt einen aktiven Abstandstempomat, sehr angenehm bei Autobahnfahrten, kann man eben schön den Tempomat einschalten und dann bremst der automatisch ab, falls einer vor einem reinzieht. Und es gibt einen Müdigkeitssensor, der die Augen überwacht. Je nach Blinzelhäufigkeit warnt er einen dann, wenn man mal eine Pause machen sollte. Wir haben den neuen Contura auf Mercedes-Basis jetzt auch hier auf der Händlertagung bestellt. Er wird also schnellstmöglich in unserer Ausstellung sein und dann auch für Sie für Probefahrten bereitstehen. Bei Interesse melden Sie sich einfach, wir freuen uns. Ja, hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt und wenn dem so ist, rufen Sie uns doch einfach an und verabreden einen Termin. Wir sind ganz in der Nähe von Stuttgart, 15 Minuten weg vom Stadion, direkt an der B29. Zwischen Fellbach und Schorndorf.